Elvis. 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 Ben, je m'appelle Elvis Gomez, j'ai 24 ans, j'habite à la Tour de Paix, c'est dans la région de Montreux. Happy Sourcing, it's a bit pop, folk, massive. Okay, yeah. That's an Eigning song. Oh, wow. Yeah, yeah. Je fais mes chansons moi-même, donc la musique et les paroles. En fait, j'ai eu qu'un seul. Pendant une seule année, j'ai eu des cours de guitare, mais après, le reste, c'est moi qui ai appris tout seul. Et à chaque chanson que je composais, en fait, j'augmentais le niveau de difficulté. C'était vraiment une surprise, quoi. Je veux dire, on commence à jouer un tout petit peu, et tout d'un coup, il y a tout le monde qui chante avec. C'est des bonnes énergies, et ça fait toujours plaisir. Tu wirst das ein bisschen zum Unterhalten. Wie fühlst du dich? Alles gut? Wow, super. Super Stimmung, alles super. Unglaublich. Gute Energie. Musik, die bringt einfach die gute Energie mit. Fantastisch. Yes. Remember that evening, the way you looked when you said you were leaving, the way you cried as you turned to walk away. La participation à cette émission, c'est pour moi vraiment un tremplin. Et ouais, et de pouvoir montrer mon art, quoi. De faire passer mon message. Et ma passion que j'ai pour, dans ce cas-là, la musique. Dann gehen wir doch auf die Bühne. Ist gut. Merci. Hallo. Hallo. Willkommen bei uns, bei den grössten Schweizer Talenten. Merci. Wer steht vor uns? Ich bin Elvis Gomez, bin 24. Ich bin im Gstaad im Berner Oberland aufgewachsen, aber jetzt wohne ich in La Tour de Paix, in der Nähe von Montreux. Und was machst du von Beruf? Ich studiere amerikanische Kultur und Film an der Universität von Lausanne, wo ich auch Schülerassistent bin und ich bin auch Englischlehrer in einer Privatschule. Was machst du heute für uns? Heute werde ich euch eine kurze Version von einem selber geschriebenen Song vorspielen über eine Zwangsstörung, die ich vor 3 Jahren hatte. Was ist das? Eine Zwangsstörung? Ja. Ist zum Beispiel, wenn jemand Angst vor Bakterien hat, aha, dann wäscht er sich die ganze Zeit die Hände, ja, bis er sich verblutet. Okay. Aber das Wichtigste ist eigentlich, was hier drinnen passiert im Kopf. Und das besingst du jetzt? Und genau. Und ich wollte mich einfach ausdrücken und ich bin heute hier mit einer Botschaft für all die Leute, die an diesem leiden, einfach den Mut dazu zu haben. Sind das viele? Weiss man das? Man schätzt ungefähr 3% von der Bevölkerung. Oh, so viel? Ja. Und heute bin ich hier eben, um die Botschaft durchzubringen. Dann freuen wir uns außerordentlich, dass du das heute für uns machst. Ich wünsche dir viel Glück. Merci vielmals. Bitte. Wherever I go, you follow me, as if we were a couple in love. Obsessing about each other, your toxic hand is grabbing my neck, your long nails are boring through, ooh, and I'm choking, stop breathing my lungs in. Chemical thoughts are poisoning me, that I'm so close to unzip my own vein, so let me go out of this hole. Let my thoughts follow their flow. Let my heart beat its own beat. Oh, let me free from all anxiety. Is it clean? Is it closed? Is it safe? Is it open? Is it right? What if it's wrong? Is it off? What if it's on? Am I sick? Am I dying? Are we meant for each other? Is it normal? Is it straight? Is it queer? Is it queer? Is it queer? Is it queer? Now listen to me, my friend. This is not the end. You're stuck in the prison of your own thoughts. Thinking won't get you out.
If you did, you would be out. I guess you figure it out all by yourself. The secret is to accept. So make the first step to face your mind's threat. For the time being scared, don't fight it. Embrace and hail it. It's a battle you have to lose in order to win the war. Light up, as if you have a choice. Even if you cannot hear my voice. Ich muss schnell bezogen auf jemanden, der hier bei uns sitzt am Tisch. Herr Gress, er ist das beste Beispiel. Ja. Weil Sie immer sagen, ich muss Englisch verstehen, ich verstehe nicht. Ja. Und wir drei sagen immer, Herr Gress, es geht um Emotionen. Erzählen Sie uns mal, was Sie gespürt haben. Ja, das ist klar. Wie sagt man, kriegst du so Gänsehaut? Und es ist wirklich wunderschön gewesen. Ohne dass ich jetzt die Worte verstanden habe. Merci vielmals. Ja. Wenn es auf mich ankäme, können Sie mein zweites Lied noch mal singen. Wäre schön. Die ganze Geschichte, die du da erzählt hast, die haben wir nochmal mit dir durchlebt. Und ich habe dir jede Emotion abgenommen, deine Zweifel, die du gehabt hast, wie man mit sich kämpft. Und das hast du alles in diesem Lied jetzt verarbeitet. Und für mich ist es sehr authentisch gewesen. Und das ist etwas vom Wichtigsten, dass die Leute, die auf der Bühne stehen, das wiedergeben, was sie spüren. Danke vielmals für den schönen Song von dir. Merci, Elvis. Christa. Christa. Wie Sven sagt, ich habe auch auf meinem Papier geschrieben, authentisch. Dazu muss ich sagen, du hast eine wunderschöne Stimme. Du hast mich beruhigt, wirklich mit deiner Stimme. Und was ich noch dazu denke, ich hätte mich auch immer so eine coole Englischlehrer gewünscht. Merci. Kompliment. Mit einem selber geschriebenen Song auf diese Bühne zu stehen und so viele Emotionen zu zeigen wie du, wir sind stolz auf dich, kommen wir zu Ja oder Nein. Sven? Für mich bekommst du definitiv ein authentisches Ja. Herr Gress? Ich bestätige auch Ja. Ja. Viermal Ja! Erstaunt bin, dass euch alles so rauskommt, seit jetzt wieder mal. Hättest du überhaupt erwartet, dass du so abräumst bei der Jury? Nein. Vor allem DJ Bobo hat mir am meisten Angst gemacht. Dass du jemanden so hast können, erreichen, ohne dass er überhaupt deine Worte versteht. Wie viel bedeutet dir das? Hey, das ist, da sieht man die Macht von der Musik. Das, auch wenn du es nicht verstehst, man spürt es. Und wenn ich das heute geschafft habe, dann bin ich echt so stolz auf mich. Ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann, ja, das spüre ich. Out of my mind. Light up, as if you.